Nein, wir sind nicht im Wilden Westen, auch wenn es bei dieser Darbietung der Nachwuchsabteilung des TC Rotgold Casino Nürnberg vielleicht so aussieht. Wir sind bei der Verleihung des Sportpreises Mittelfranken, ein alljährlicher Höhepunkt im BLSV-Kalender. Also für uns ist es eine ganz, ganz wichtige Auszeichnung. Wir ehren hier herausragende Sportler, verdiente Funktionäre, aber auch die breite Masse, also auch Leute, die sich im Sport, im Sportverein vor Ort engagieren. Und das ist ganz, ganz toll. Und von daher hat eine ehrenamtliche Anerkennung, eine Auszeichnung eine ganz hohe Bedeutung für uns. Insgesamt 10 Persönlichkeiten wurden ausgezeichnet, unter anderem in den Bereichen Alter, Innovation, Integration oder Nutzenstiftung für den Sport. Besonders im Blickpunkt standen aber Helmut Hack, langjähriger Präsident der Spielvereinigung Greuther Fürth, der aufgrund herausragender Verdienste für den Sport geehrt wurde, und der zweifache Olympiasieger im Feldhockey, Max Müller vom Nürnberger HTC. Also Preise an sich sind immer sehr tolle Sachen, die man gegennimmt, weil sie dann immer zeigen, dass Leute die Leistung, die man erbracht hat, honorieren. Und ich glaube, sowohl für Ehrenamtliche, die wir heute Abend auch ausgezeichnet haben, als auch für uns Leistungssportler sind solche Preise wichtig, und daher bedeutet er mir sehr viel. Ein weiterer Programmpunkt der Veranstaltung bestand aus der Vorstellung der neuen BLSV-Plakataktion zum Ehrenamt. Der Hintergrund dieser neuen Plakate ist, dass wir das Ehrenamt natürlich schon auch in den Mittelpunkt stellen wollen. Durch diese pfiffige Aussageweise dieser Plakate wollen wir natürlich auch erreichen, dass wir möglichst viele Menschen ansprechen, vor allem auch viele unterschiedliche Gruppen ansprechen. Wir brauchen Menschen, um ehrenamtlich tätig sein zu können, um Sportvereine überhaupt am Leben zu erhalten. Und deswegen müssen wir, ob Frauen, ob Jugendliche, ob ältere Menschen, wirklich schauen, dass wir möglichst viele zu uns in die Vereine bekommen. Insgesamt also ein rundum gelungener Abend im Ansbacher Rathaus, für den es hinterher viel Lob aus berufenem Munde gab. Also ich kenne jetzt Sportlehrungen in 4 Bezirken und ich muss sagen, Mittelfranken kann sich wohl sehen lassen. Das war eine gelungene Veranstaltung, hat mir sehr imponiert, und ich glaube, auf dem Weg sollte man weitermachen.